Ja, servus, grüezi und hallo. Hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 25.05.2021 und wie immer fangen wir mit Bitcoin an. Dann geht es weiter zu Ethereum, dann zu Cardano und dann ganz kurz zur Bull vs. Bears Academy inklusive dem Indikator, wo super, super Werte ausgeworfen habt. Das sehen wir auch später, ja. So, und gleich vorweg. Bevor wir da anfangen, ich würde mich freuen, wenn ihr für dieses Video ein Like da lasst. Ja, ihr könnt, wie gesagt, guckt euch das an und lasst dann ein Like da. Würde mich sehr freuen. Des Weiteren teilt es mit Freunden, Bekannten, sodass der Kanal immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Somit steigert ihr auch den Content meinerseits für euch, ob es jetzt bei Telegram ist, wo man hier rein kann, Telegram-Gruppe Content Only, oder wenn wir was austauschen hier im Crypto-Talk. Ja, da können wir uns austauschen. Und wenn ihr euch über meine Links anmeldet bei Bybit FMX, wo ich persönlich trade, ja, heute habt ihr noch die Gelegenheit, bis zu 4.710 Dollar Bonus abzuzahlen bei diesen zwei Börsen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn bitte, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Das Ganze heute wird so kurz wie möglich gehalten. Ja, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, deswegen kommt das Video auch so spät. Deswegen, wir fangen jetzt mit Bitcoin an. So, hier sind wir bei Bitcoin und hier sind wir bei den Bollinger Bändern. Ja, die Leute, wo jetzt zum ersten Mal zuschauen. Bevor diese 2 Wochen Candle geschlossen hat, am 10. Mai, sagte ich, die müsste über 3.300 schließen, über 3.300, sodass die neue auch über den Mittelband hier wieder öffnet. Und ich gehe davon aus, dass wir hier mindestens einen Retest hier in diesem Bereich von 49.000 Dollar sehen. So, das ist das Erste. Gehen wir mal auf den Hauptchart von mir. Wenn das sich mal öffnet. Da sehen wir hier diese rote Trendlinie, die ich als Bump and Run Pattern identifiziert habe. Für meine Ansinnen, also denke ich, dass es ein Bump and Run ist. Und das Bump and Run hat normalerweise etwa, sagen wir, ein 100% Ziel. Von in diesem Bereich sagte ich, ja, in diesem Bereich könnten wir hochkommen. Das wäre das 100% Ziel. Ich persönlich sag immer, es werden nicht alle 100% Ziele erreicht, deswegen immer sollte man Step by Step auch Gewinne mitnehmen. Ich habe in Telegram geschrieben, dass ich meine Position vergrößert habe, was ich hier auch gemacht habe in diesem Bereich hier, ja. Jetzt hat sich eine neue Chance aufgetan, wo das Ganze nochmal bestätigen könnte, ja. Und zwar, dass sich hier eine mögliche ISKS bildet, ja. Und diese ist ISKS, wenn sie hier denn hier ausbricht, das wäre genau an dieser Daily Trendlinie bei 40.630, dann hätten wir hier ein 100% Ziel von etwa 48.000. Jetzt nur von dem kleinen Pattern von der möglichen ISKS, ja. Was denke ich, wie es jetzt weitergeht? Es könnte möglich sein, dass man hier, ich zoome mal ein bisschen dran. Ich bin davon ausgegangen, dass hier ist eine kleine Mini-SKS, die wurde hier runter befördert, hier genau auf diese rote Trendlinie nochmal, bevor es dann weiter hochgehen könnte. Natürlich, wie gesagt, das sind etwa 70%, wo jetzt erreicht wird. Es kann sein, dass hier schon fertig ist und ihr jetzt den Weg nach oben antritt. Wir könnten hier zum Beispiel jetzt einen schönen Double Bottom sehen oder er geht wie, als V-Formation hoch, um hier dann durchzubrechen. Sollten wir diesen Bereich brechen, werde ich nochmal meine Position ein bisschen vergrößern. Ja, das habe ich mir als Ziel gesetzt, weil dann gehe ich wirklich davon aus, dass wir höhere Preise sehen. Ja, aber alle, die wo jetzt neu dazugekommen sind, wenn ich hier in keinem Trade wäre, wartet einfach ab, bis er über diese Daily Trendlinie drüber ist. Und die ist bei etwa 40.650 in etwa. 40.632, ja, auf die passt Dollar brauchen wir uns jetzt streiten jetzt. Und da wäre die nächste Möglichkeit, eine Long zu öffnen. Wie gesagt, ich werde sie da nochmal ein bisschen vergrößern. Ich habe nur einen Zweierhebel, das sagte ich ja die ganze Zeit, ja. Und das könnte wirklich eine ISKS werden.
So, das war's jetzt für Bitcoin. Gehen wir weiter zu Ethereum. Ich sagte ja, heute soll das kurz und knackig bleiben. So, hier sind wir bei Ethereum. Ja, ich sagte, glaube ich, beim vorletzten oder drittletzten Video irgendwann, dass mir hier, wenn es nur keine Korrektur sein sollte, ob es jetzt bei Bitcoin ist, Ethereum ist egal, dann könnten wir wirklich ein mögliches Double Top sehen. Ja, ist natürlich noch überhaupt nicht spruchreif. Ich denke bloß ein bisschen voraus manchmal. Ja, und wenn das hier eine Korrektur ist, kann ein Doppeltop werden, kann es natürlich hier bis zum Einser Fibonacci hochgehen in diesem Bereich. Ja, das ist natürlich klar. So, was sind hier jetzt meine Trade-Möglichkeiten? Sorry, Trade-Möglichkeit wäre für mich, wenn wir hier über diesen Bereich sind, hier über diesen Bereich hier, ja, hier, da sind über 2676, dann wäre hier die Möglichkeit, eine Long zu eröffnen, ja, mit Ziel, wenn das nämlich nur eine Korrektur ist, würde ich nicht zu so gierig werden, ja, mit Ziel von diesem großen Pocket, müsst ihr nicht alles rausnehmen, ich sage mal, ich nehme da immer so 60-70% raus, ja, das wäre dann hier, wenn man wirklich hier jetzt einsteigen würde in diesem Bereich, dann wäre das etwa ein 21% Move, also das wäre schon eine geile Sache. Und das könnte man theoretisch mitnehmen, ja. Also wie gesagt, sollten wir da drüber gehen, ja, mit einer 4-Stunden-Candle, dann wäre das hier die Möglichkeit, eine Long zu eröffnen in diesem Bereich im Golden Pocket oder hier auch in den in das Diamond Pocket Bereich hier bis zu 0786er, ja. Was ist denn wieder los? So, das war's schon zu Ethereum. Gehen wir weiter zu Cardano. So, hier sind wir bei Cardano, ja, auf den Daily Candle. Und ich sagte, sollten wir mit einer Daily Candle über dieser blauen Trendlinie bei 1,475 schließen, werde ich einsteigen. Und ich bin hier bei 1,47, ja, 1,48 in etwa. Bin ich eingestiegen, bin ich long gegangen und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe das ja gestern im Video gesagt. Wie gesagt, es muss ja keiner mitmachen, das sind alles meine Marktschritte. Aber ich habe was Schönes noch gefunden, was ich euch nicht vorenthalten will. Und zwar, wie bei Bitcoin auch, eine mögliche ISKS. Hier haben wir die linke Schulter, den Kopf und die mögliche rechte Schulter. Wie gesagt, entweder wir sehen jetzt noch nach unten, noch ein Spike nach unten. Und zwar würde es dann so aussehen, entweder wir gehen jetzt hier noch, hier zum Beispiel runter, bevor es dann nach oben weitergeht. Oder es wird hier ein Double Bottom gemacht und er geht dann da oben durch. Ja, das ist so meine Meinung jetzt im Moment, ja. Dann würde ich euch mal das Ziel zeigen, das 100% Ziel. Ja, dazu gehe ich an den Kopf, einen möglichen Kopf. Wie gesagt, das ist nur eine mögliche ISKS. Ja, die Ausbruchstelle weiß ich nicht ganz genau. Ja, wissen wir hier nicht. Gehen wir mal dahin. Dann hätten wir hier ein Ziel von 220 in etwa. Ja. Aber ich sagte euch ja, ich nehme Profite schon am Golden Pocket. Das werde ich auch tun, ja. Denn ich weiß ja nicht, ob das hier auch nur eine Korrektur nach oben ist. Werde hier doch nur einen Teil rausnehmen, 65, 70% und werde dann hier den Rest da oben natürlich rausnehmen. Und dann ist fertig. Sollte er natürlich schon weiter nach oben steigen, sind da oben noch genug Einstiegspunkte oder es wird ein neues Pattern kommen. Aber lieber habe ich den Spatz im Sack als die Taube auf dem Dach, ganz ehrlich. Sorry. Ja, genau. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid bei Bitcoin, Ethereum und Cardano. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich morgen und hoffentlich früher. So, schönen Abend noch. Tschüss, euer Krypto Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Und falls ihr Interesse habt, bleibt noch kurz dran. Leute, habt ihr Lust, TA zu erlernen, also technische Analyse, und ihr wollt wissen, wie ich trade und wie ich das alles mache, dann kommt in die Telegram-Gruppe rein, steht unten in der Beschreibung drin, und fragt mich nach Infos über die Bull vs. Bears Academy. Was beinhaltet die Bull vs. Bears Academy? Und zwar einmal den Support
des Bullwhip Bears Academy Teams. Des Weiteren haben wir hier unsere Analysen aus Bitcoin ist Alcoin. Des Weiteren haben wir hier unsere Chats für alle, ja, wo jeder seinen Senf dazugeben, Fragen stellen kann, seine Meinung geben kann. Haben hier Lernvideos, PDFs und so weiter und so fort, um die TA zu lernen. Wir sind immer für euch da, ja, außer wir pennen mal, ja, aber sonst sind wir immer mit Rat und Tat für euch da. Des Weiteren haben wir auch ein kleines Forschungsprojekt, unseren eigenen Indikator. Den zeige ich euch jetzt auch ganz kurz. Den haben wir hier. Das ist unser Wavereader 2.0. Hier seht ihr im 15-Minuten-Chart. Ja, da geht auch, wie gesagt, noch eine Stunde. Da geht noch mehr, also mehr Timeframes. Fragt einfach nach, wenn ihr Infos haben wollt. Da haben wir zum Beispiel hier eine bullischen Cross da unten in grün. Ja, rot ist bearish, grün ist bullish. Und das hier ist das erste Einstiegssignal. So, und das Einstiegssignal wäre hier gewesen. Dann hätten wir maximal hier schon 10% mitnehmen können im 15-Minuten-Timeframe. Geile Sache, oder? So, dann hätten wir hier, wichtig ist, dass hier zum Beispiel, klar, man nimmt selber T-Profit, das ist natürlich klar, wann man will, aber hier haben wir kleine Hilfen eingebaut, wo man noch T-Profit nehmen kann. Das sind so die lilanen Punkte hier, wo das dann Stop-Loss nachziehen sollte. Ist eine sehr geile Sache. Des Weiteren haben wir hier noch die grünen Punkte, wo man wieder einsteigen kann. Ja, und das Geile ist, da hätte man, was hätte man jetzt nur wirklich, das ist 15 Minuten, das ist eine ganz kurze Sache, da wäre mir hier uneingestiegen, da oben war der Punkt knapp 5,5% wieder, ja. Oder da unten haben wir noch hier zwei Punkte, einmal hier und einmal hier. Jetzt gucken wir mal, was da rausgekommen wäre im 15-Minuten-Chart, ja. Da wären auch etwa 8% rausgekommen. Also wirklich, Leute, wenn ihr Interesse habt, dann schreibt mich im Telegram an bezüglich des Vereins der Bull vs. Bears Academy.